Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Berlins, das Rote Rathaus. Aber da, wo wir uns jetzt gerade befinden, da ist selbst Herr Ulitz nicht so oft, obwohl Sie hier Führung machen durchs Rote Rathaus. Wie oft kommt es vor, dass Sie hier auf den Rathausturm klettern? Nun, das ist immer die besondere Ausnahme, gerade wenn Sie vom Fernsehen kommen. Prinzipiell ist also der Zugang hier nicht möglich, weil die Treppe eben das nicht hergibt und nicht den Sicherheitsanforderungen entspricht. Aber schade ist es natürlich, denn dieser Turm, 74 Meter sind wir hoch, war früher vor dem Zweiten Weltkrieg ein Aussichtsturm und für die Öffentlichkeit zugänglich. In der Mitte Berlins natürlich. Und was man hier sehr schön sehen kann, ist die Straße unter den Linden und der Neubau des Schlosses. Und man sieht vor allen Dingen auch, dass es eine Achse ist. Nicht? Wenn man am Brandenburger Tor steht und das Schloss sieht und dann den Rathausturm sieht. Und es ist eben auch gewollt. Nicht? Wir stellen fest, dass die Kuppel vom Berliner Schloss, die ja jetzt gerade wieder entsteht, niedriger ist und auch immer niedriger war als der Turm vom Rathaus. Nicht? Das Rathaus oder der Turm des Rathauses überragt also dies alles und ist natürlich Ausdruck des bürgerlichen Selbstbewusstseins im 19. Jahrhundert. Wann wurde dieses Rathaus überhaupt gebaut? Dieses Rathaus ist 1869 fertiggestellt worden. Im Januar 1870 war die erste Magistratssitzung im Rathaus. Es ist allerdings in zwei Bauabschnitten errichtet worden. Also die linke Hälfte vom Rathaus, die war schon 5 Jahre eher fertig und da sind die Behörden rübergezogen. Das alte Rathaus, das mittelalterliche Rathaus, war sozusagen rechts vor der Tür, wo jetzt die U-Bahn gebaut wird. Und da hatte man eben gewartet, bis die Behörden dann oder die Beamten dann umziehen können, sodass eben ein erster und ein zweiter Bauabschnitt, also in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ja, jetzt klingt sie, die Glocke aus Apolda. Stunde, genau, zwei Bronzeglocken aus Apolda und eine etwas tiefere, die also die Stunde anzeigt. Und die andere Glocke, die zeigt die Viertelstunden an. Also wir hatten jetzt 4 Viertelstunden gerade und einmal hat die Glocke geschlagen zur vollen Stunde. Sie schlägt also jetzt nicht 13 Mal, wenn es 13 Uhr ist, aber eben die volle Stunde, egal welche Stunde. Aber nochmal zurück zu dem Stadthaus. Was genau war da der Plan? Nun, dieses Rathaus ist eben vor der Reichsgründung errichtet worden. Und die Planungen gehen eben ein bisschen in die 50er Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Und man hatte geplant für eine Stadt von 500.000 Einwohnern. Als Berlin Reichshauptstadt wurde, wurde Berlin in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts auch bald zur Millionenstadt, sodass das Rathaus von Anfang an eigentlich für diese größer werdende Stadt zu klein war. Und das zog sich dann auch natürlich Jahrzehnte hin, immer in den Erweiterungsbau, das heute altes Stadthaus genannte Gebäude errichtete. Das war also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und natürlich reichte auch das wiederum nicht aus. Und so gab es in der Nazizeit also die Planung von Richard Ermisch zu einem großen Rathausforum, also zwischen dem alten Stadthaus und dem Berliner Rathaus sollte noch ein großer Bürokomplex entstehen für eben die verschiedensten Abteilungen der Verwaltung, wie man sie heute ja auch braucht, nur sind sie heute eben verstreut in der Stadt untergebracht.
Man kann hier nicht nur ganz toll über die ganze Stadt schauen, sondern eben auch auf das Rathaus selbst. So die darunterliegenden Ebenen und da stellt man erstmal fest, es gibt einen ganz großen Solarpark. Ja, es gibt hier Solarenergie, denn das Rathaus muss natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Es werden hier so 1500 Kilowattstunden eingespeist, also nicht im Haus verbraucht, sondern ins Netz eingespeist. Wenn man sie hier verbrauchen würde, bräuchte man ein Dynamo oder irgendwas, um das zu speichern. Und hängt natürlich vom Wetter ab. Unten im Foyer, im Eingang, ist eine Anzeigetafel, an der wir nachher vielleicht ablesen können, wie viel heute produziert wird. Das ist jetzt hier der Haupteingang mit der wunderschönen Freitreppe und dem roten Teppich. Wer da wohl schon alles rübergelaufen ist? Natürlich, aber hauptsächlich eben die Besucher auch des Rathauses. Denn der regierende Bürgermeister kommt über den Hof und über den hinteren Eingang und hat seine Räume also von hier aus gesehen auf der rechten Seite. Und hier sind Festräume und Versammlungsräume. Also an sich ist der rote Teppich für den Bürger. Wenn man sich hier umschaut, es sieht aber alles so neu aus. Also wie oft wurde hier renoviert und wie stark war das Rathaus zerstört durch den Zweiten Weltkrieg? Ja, letzten Endes wurde hier laufend renoviert. Nicht? Also in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde elektrischer Strom eingebracht. Vorher gab es dann Telefon und in den 90er Jahren, also kurz vor der Jahrhundertwende, Aufzüge. Und dann war 1920 die Gebietsreform, nicht? Ein halbes Dutzend Städte, rund 60 Dörfer kamen zu Berlin dazu und die Zahl der Stadtverordneten stieg von rund 150 auf 225. Und der Sitzungsraum der Stadtverordneten musste umgebaut werden. Und während der Nazizeit wurde sozusagen modernisiert, denn dieses Haus war auch sehr dunkel mit dunklen Eichentüren und so weiter. Also das war einfach nicht mehr der Zeitgeschmack. Und im Zweiten Weltkrieg ist die Hälfte des Rathauses, sagt man, rund zerstört worden. Vom Mauerwerk kann man das vielleicht so auf 30% beziffern und der Rest ist eben Innenausstattung, die hier eben sehr reichhaltig war, wie gesagt, Holztäfelungen und so weiter. Und dadurch ist eben ein großer Schaden natürlich entstanden. Und das Ganze ist in den 50er Jahren zwischen 1951 und 1955 wieder aufgebaut worden als Sitz des Oberbürgermeisters von Ost-Berlin. Und deshalb ist der Charme der 50er Jahre hier sehr präsent. Es macht ja fast so ein bisschen Eindruck wie eine Kathedrale. Buntglasfenster, diese Säulen, die Gewölbe. Da hinten sind noch ja, Marmorfiguren, Statuen. Was ist das für Material? Ja, die sollen natürlich, wenn sie hier reinkommen, Ihnen einen Eindruck von Berlin geben. Nicht? Da ist also eine Dame mit dem Fischernetz, ein Herr mit dem Pflug und dann noch jemand mit dem Ruder und einer, der hat nichts in der Hand, das ist der Handelsgott Merkur. Nicht? Berlin versteht sich also als Handelsstadt und natürlich sind wir nicht eine Stadt von Laubenpiepern oder Ruderbootfahrern, sondern damit ist natürlich die Schifffahrt gemeint und der Ackerbau. Und die Fischerei. Nicht? Also wir haben im Mittelalter eben diese Produkte hier erzeugt und in der Regel nach Hamburg verkauft und dann Kleider dafür zurückbekommen. Berlin war ja über ein Jahrhundert lang Hansestadt im 14., 15. Jahrhundert und daran soll eben angeknüpft werden und das soll dem Besucher hier durch diese Figuren gleich im Foyer natürlich vermittelt werden.
Und diese Handelsstadt ist eben sozusagen bis heute präsent, denn Berlin war ja bis 1945 eine der größten europäischen Industriestädte. Hier vor der Tür war das alte Rathaus, nicht? Und man baute eben das Rathaus in zwei Teilen, erst die linke Hälfte, dann die rechte, und das andere Rathaus wurde abgerissen. Das alte Rathaus, das eben auf das 13. Jahrhundert zurückging, und ein Teil dieses alten Rathauses war eben die Gerichtslaube. Das ist eben der älteste Ausdruck städtischer Selbstständigkeit, also darauf hat eine Stadt eben besonders stolz zu sein. Und man hat diese Gerichtslaube sozusagen bis zum Schluss aufgehoben. Also das Rathaus, das alte mittelalterliche Rathaus, war bereits abgerissen, und diese Gerichtslaube stand jetzt sozusagen als Turm, nicht? Als höheres Gebäude, nicht? Es war also unten die Gerichtslaube, darüber war die Ratsstube, also insofern war es ein zweistöckiges Gebäude. Und man überlegte, was man damit macht, aber der Stolz der Bürger war einfach so sehr auch gegen die eigene Vergangenheit gerichtet, dass man also diese Gerichtslaube beseitigen wollte. Da gab es natürlich großen Widerstand, nicht? Seit den 1840er Jahren hatte Preußen einen Landeskonservator, Herrn von Quast, der hat sich für den Erhalt eingesetzt, und interessanterweise auch der König, also Wilhelm I., der sagte, man möge also doch dieses Zeichen der alten städtischen Selbstständigkeit nicht einfach so zerstören. Und er kam dann aber eben 1871 als Kaiser zurück aus Versailles, und da haben die Bürger, die Ratsherren hier, wenn man so will, kurzen Prozess gemacht und haben gesagt, also diesen Schandfleck vor der Tür, den wollen wir beseitigen. Wenn der Kaiser zurückkommt, dann soll das nicht mehr sein. Da er sich nun so für diese Gerichtslaube eingesetzt hatte, hat man diesen Steinhaufen, kann man ja fast ironisch sagen, dem Kaiser geschenkt, und er hat diese Gerichtslaube im Park von Babelsberg in seinem Sommersitz wieder aufbauen lassen. Also wenn Sie so wollen, ein mehrfacher Skandal. Erstens mal gibt die Stadt den ältesten Ausdruck ihrer Selbstständigkeit, nämlich die Gerichtsbarkeit, also das gibt sie einfach dem Landesherrn, also dem Kaiser, und dass dieses Gebäude ohnehin abgerissen wurde. Und dann geht es noch sozusagen außerhalb Berlins, denn Babelsberg gehört ja zu Potsdam. Also ein mehrfacher Skandal, wogegen die Bürger damals auch protestierten. Und Sie haben ja eingangs den Verein für die Geschichte Berlins erwähnt. Das heißt, dieser Verein ist 1865 gegründet worden und ist sozusagen die älteste Bürgerinitiative Berlins, die sich eben für den Erhalt gerade dieser Gerichtslaube und anderer Bauten aussprach. Nicht? Diese Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts war also geprägt von Umbauten, von Neubauten, Straßenverbreiterungen, was heute vielleicht schwer verständlich ist, denn es gab ja noch gar keine Autos, aber es gab Fuhrwerke und die Stadt wuchs, nicht? Und hatte eben auch den Anspruch, und die Magistratsmitglieder und die Stadtverordneten, die schauten sozusagen auf diese poplige Vergangenheit etwas so zurück, damit wollten sie wenig zu tun haben, und deshalb eben Abriss allen Ordens, und die Gerichtslaube ist eben ein Beispiel, wo es daneben ging und der Erhalt also nicht gesichert werden konnte. Herr Ulitzel, wir sind jetzt hier im ersten Geschoss. Ja. Wohin haben Sie uns noch was gezeigt? Im Keller eine Säule in einem so einem kleinen Gewölbesaal. Was hat es damit auf sich? Genau, also in dieser Gerichtslaube war eben eine Säule mit diesem Sandsteinschmuck, der jetzt auch in Babelsberg ist. Und man hat eben wohl doch offensichtlich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass man also hier alles beseitigt. Und diese Säule ist direkt unter dem Turm. Das heißt, der Turm steht natürlich nicht auf dieser Säule, aber symbolisch steht der Turm eben auf dieser Säule der mittelalterlichen Gerichtslaube. Also natürlich begreift sich das Rathaus als Nachfolgebau dieses mittelalterlichen Rathauses, das hier vor der Tür etwas links stand.
Und die Teile oder die Erdgeschossteile dieses Baus sind ja auch ausgegraben worden im Zuge des U-Bahn-Baus. Und man hat sich eigentlich geeinigt, dass wenigstens zwei Ecken in den U-Bahn-Bau irgendwie integriert werden, dass man beim Aussteigen da eine Ahnung von dem mittelalterlichen Rathaus bekommt. Aber jetzt sind die Kosten wohl merkwürdigerweise auf rund 15 Millionen gestiegen, um diese Ecken einbauen zu lassen. Und da hat der Bausenat da kürzlich entschieden, leider aber eben diese Mittel für was anderes zu verwenden. Ne? Weil Sie gerade noch mal von dem Turm sprachen. Wenn der nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wer geht da eigentlich überhaupt drauf? Nun, das ist eigentlich der Hausmeister, Herr Harnisch, der dort einmal im Monat die Flagge wechseln muss. Sie wird entweder gereinigt oder wenn sie zerfetzt ist, muss sie repariert werden. Also er hat dort so eine Rohrstange, da kann man die Fahne runterziehen und das ist sozusagen die monatliche Arbeit. Ansonsten brütet alljährlich dort auch ein Falke. Deswegen muss er also auch leise sein, wenn er da hochgeht, damit er die Falken da nicht beim Brüten stört. Im letzten Jahr gab es keine Falken, aber jetzt ist hier wohl schon ein Falkenpaar ums Karree gekreist, sodass es vielleicht mit Nachwuchs wieder im Turm oder am Turm, besser gesagt, natürlich zu rechnen ist.